Zur Härte des Spiels sagen einige, dass es mit die härteste Sportart ist, die man so machen kann. Eben dadurch, dass man unter Wasser nichts sieht. Man kann alles unter Wasser im Prinzip machen. Ziel ist es, ein Tor zu schießen. Aufbau des Spiels ist ähnlich wie beim Handball. Man steht im Halbkreis da, hat ein Center vorne in der Mitte. So Spieler in der Mannschaft gibt es insgesamt 14. Im Wasser selber sind dann 7 Spieler, ein Torwart und 6 Feldspieler. Also die Schwimmtechnik beim Wasserball nennt man Wasserballkraul. Die normalen Schwimmer schwimmen mit dem Kopf im Wasser, atmen nach rechts und nach links. Das funktioniert bei uns nicht, da wir wissen müssen, was passiert im Spiel. Wir müssen rechts und links schauen. Und deswegen stechen wir mit den Armen etwas kürzer ein und halten den Kopf gerade nach oben, dass wir rechts und links schauen können. Ein Spiel geht 4x8 Minuten, wobei bei jedem Foul pfeifen die Schiedsrichter ab und die Zeit wird neu angehalten. Sobald man beim Gegenspieler über die Schulter drüber geht, ist es ein einfaches Foul. Sobald man zieht, schlägt oder anderes macht, ist es ein hartes Foul. Rein theoretisch sind die Regeln so streng, dass man auch unter Wasser nichts machen kann. Allerdings sieht das der Schiedsrichter schlicht und ergreifend nicht, weshalb unter Wasser dann doch wieder alles geht. Die Kappe auf dem Kopf ist zum einen natürlich, dass man irgendwo, muss man ja seine Spielernummer erkenntlich machen. Die haben wir da einmal oben drauf. Und dann haben wir die Plastikschoner. Die sind vor allen Dingen, um unser Trommelfell zu schützen. Der Ball ist vergleichbar mit einem Volleyball von der Größe. Allerdings ist er wesentlich härter. Also vergleichbar mit einem Basketball. Relativ leicht. Wir dürfen den Ball nur mit einer Hand führen. Lediglich der Torwart darf mit zwei Händen an den Ball rannehmen.